Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wizardry 7. Ja, diesmal hat das Spiel kein schlechtes Gewissen. Diesmal haben wir wieder die volle Macht der Skelettlords vor uns. Thoralf ist diesmal nicht gelähmt und ich hoffe mal, dass wir jetzt mit ihm eine maximale Atombombe machen können und dieser Kampf ratzfatz ein Ende findet. Ansonsten geht's übel für uns aus, Andrean und Gustav sind gelähmt und ich glaube, sonst kann keiner Lähmung heilen. Ich schau mal, was passiert. Atombombe. Go, go. Wow, das reicht nicht, um die zu töten. Ich sehe unsere Felle gerade wegschwimmen. Die Magie ging bisher nur nach links. Ich hoffe mal, dass Thoralf noch weiter zaubern kann. Ein Feuerball tut gar nicht wirklich weh. Bringt uns nur fast um. Tot. Aber widerstanden. Sehr schön. Nächster Feuerball reißt uns wahrscheinlich ja den Hintern auf. Spiel, können wir bitte noch mal irgendwie weniger Gegner haben. Ich hätte mich ja über die ganzen Erfahrungspunkte gefreut, die es bestimmt gibt. Aber wie gesagt, wir sind gebufft, ne? Und ich habe auch das Gefühl, dass mit dieser Luftreserve, das macht auch keinen Unterschied in Sachen Lähmung. Also dann nochmal. Ich hätte gedacht, das wird jetzt der Try, aber nein. Okay, so, schwarze Kugel nehmen. Altar treten macht ja nur ein auer Fuß. So, bitte weniger Gegner und Thoralf vielleicht. Gerrit gelähmt. Nur Gerrit, okay. Damit können wir arbeiten. Und bitte nicht so viele. Ah, geht. Sorry, Nasat juckt. So, Konzentration. Die Nahkämpfer sollen mal bitte gucken, dass sie einen schon mal aus dem Leben nehmen. Also alle nicht gelähmten Nahkämpfer, bitte. So, Fenrir, deine Geschosse hatten, glaube ich, nichts gebracht. Versuch's mal mit einer Frostbeule. So, Gustav. Du zauberst uns ein untote Bann Maximum auf die erste Reihe. Thoralf, du zauberst uns eine Atombombe Maximum. Das hat sie aber das letzte Mal nicht getötet. Was war eigentlich der Unterschied zwischen Untot, Zerstören und Bannen? Zeile habe ich denn jetzt markiert. Untote oder Atombombe? Atombombe. Atombombe. Maximum und go. Bitte, Spiel. Gib uns eine Chance. Könnt ihr bitte so eine Kuh einfach kritten? Wow, haben die Lebenspunkte. Die haben jetzt nur auf einer Kuh rumgetrommelt. Ja, jetzt ist sie tot. Und tote Bannen. Okay. Tot, bitte. Danke. Andrea hat widerstanden. Atombombe. So, die Kühe sind schon mal angegrillt. Ich hege ein geringes Maß an Hoffnung. Frostdings hat ja jetzt funktioniert. Dann machst du das bitte wieder. So, du machst nochmal Zauber Untote Bannen, nochmal Maximum. Und du machst einen maximalen Feuerball und dann ist das Thema hoffentlich gegessen. Und hoffentlich kriegen wir dann die Kugel und hoffentlich kommen wir hier wieder raus. So, okay. Ich habe ein bisschen überreagiert, aber ich wollte sicher sein. So, 12.000 Erfahrungspunkte.
Leise über die diabolische Anbringung der Falle fluchend starrt ihr auf die Inschrift in der kleinen Platte. Vicum, Kugel der Macht. Ah, das ist, glaube ich, die Kugel der Macht ist, glaube ich, das, was wir suchen. Aber was ist Vicum? Ich hab das mal auf. So. Ah ne, das haben wir jetzt bekommen. Vicum-Kugel. Okay, es sieht nach schwarzer Kugel aus. Daryl hat keinen Platz mehr dafür. Wir müssen dringend mal wieder zu einem Händler. Dringendst. Das wollte ich. Riecht nach Questgegenstand. Der Trank ist eine Giftbombe. So, dann machen wir mal noch Identifikation auf die Kugel. Ja, keine Ahnung. Das hätten wir fast verpasst. So, aber wie kommen wir hier wieder raus? Hebel vielleicht wieder? Das hat sich richtig angehört. Ja, okay. Wir kommen wieder raus, wir kommen wieder hoch. Der nächste Kampf. Oh, ich hätte vielleicht Gerrit entlehnen sollen. Egal, gib mir mal 3 Sekunden. Ich bringe uns diesmal hoffentlich, denke ich mal, an die Erdoberfläche. So, das Tageslicht hat uns wieder. Und wir müssen zuerst mal rausfinden, wo wir sind. Denn wir hatten schon mal auf die Karte geschaut und ich glaube, da hatten wir nichts gesehen. Nee. Nur schwarz um uns herum. Dann schauen wir mal. Ich hoffe mal, dass hier keine Katastrophengegner unterwegs sind. Wieso gibt's hier am Tageslicht Skelette? Na gut, egal. Sind hoffentlich keine üblen Skelette. Parier du mal. Wir sparen mal Mana. Ich hoffe, dass es keine Skelett-Lords sind. Hoffe ich mal. So habt ihr so viele Lebenspunkte. Ich hätte doch Mana verwenden sollen. Mein einer tot. Das Skelett wurde steiniert, nicht wir. Okay. Noch eins tot. Ja, die restlichen 2 gehen jetzt auch so. Zack, zack, zack. So. Plan ist, irgendwo einen Weg zu finden. Und dann sehen wir weiter. So, Kampf überstanden. Da geht's zumindest mal irgendwo hin. Na, ist ein Weg. Weg, 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 Weg. Den wir wahrscheinlich nicht kennen, oder? Nee, nicht wirklich. In welche Richtung gehen wir denn? Links oder rechts? Links oder rechts? Wie links? Wir können eigentlich nicht so weit von der Stadt weg sein. Denke ich mal, so gefühlt. Oh nee, nicht schon wieder Bäume. Er wird schon. Wir können eigentlich nicht so weit weg sein. Bäume schlafen legen ging ja nicht, ne? Dann versuchen wir Magiegeschosse. Du hilfst vorne mit und du zauberst. Ich würde gern. Ja, wir machen Feuerball. Mana müssen wir wieder regenerieren. Weil Feuer gegen Holz scheint mir immer eine gute Idee zu sein. Aber wir können eigentlich nicht so weit von der Stadt weg sein, weil wir ja unter der Stadt. Also wir sind ja mal unter der Stadt gestartet. Und dann sind wir nicht so ewig weit gelaufen. So, fällt die Bäume mal schnell?
Nicht Horalf hauen. So. Dann bitte zu Ende bringen, ohne Mana. So, und wenn wir in der Stadt sind, schauen wir zuerst mal. Einen Händler hatten wir da, glaube ich, keinen gefunden. Ich glaube, mit dem Apotheker konnten wir nicht handeln. Hatten wir sonst noch irgendeinen NPC getroffen, mit dem man quatschen konnte? Ich weiß es nicht mehr. Aber wir können mal nochmal das Personenfinden mal anschmeißen, was das uns diesmal sagt. Aber zuerst schauen wir mal, dass wir irgendwo in die Zivilisation zurückkommen. Also gefühlt sind wir, glaube ich, in die falsche Richtung gelaufen. Das fühlt sich zu weit an von der Stadt. So lang waren die Wege unten im Dungeon nicht. Wenn das aber halt auch alles irgendwie maßstabsgetreu ist. Was machen Geister im helllichten Tag? An der Erdoberfläche. Zauber du mal ein... Mach mal dieses Untote zerstören. Da muss ich nochmal nachgucken. Das scheint ziemlich stark zu sein. War das diese Todesfluch? Nee, das hieß ja auch wieder anders. Mach das einfach mal. Weil es gab doch in Teil 6 gab es doch diesen Todesfluch-Zauber, der alle... quasi lebenden Kreaturen gekillt hat. Und das gab's... Ah, dann, ich glaube, ist das dann quasi das für alle Untoten zu zerstören. Untote zerstören. Hat keine Wirkung. Muss ich nochmal nachgucken. Bin ich gerade... Hat auf jeden Fall bei den Geistern nicht gewirkt. Kriege ich jetzt gerade nicht mehr zusammen. Dann sparen wir Mana, haut den einen Geist mal noch um. So. Oh. Thora steigt noch auf. So viel Zeit muss sein. Ja, machen wir mit Stäben weiter. Physisch. Ja gut, dann mach mal Klettermaxer. Spähen macht ja Gustav. Akademisch, da gehst du. Auf jeden Fall auf Artefakte, wegen Identifizieren. Ende. Zauber gelernt. Verstehung, Blinken. Glockenzauber, Spuk. Klopfen, Steinschlag. Zermalmen. Schallwelle, Stinkbombe, ersticken. Ersticken können wir mal probieren. Das hatte ich, glaube ich, in Teil 6 nie benutzt. Sind wir bald da? Ein paar olle Vögel. Schläfer die mal ein, dann treffen wir besser. Und go. Fühlt den Schlafen brav. Dann bitte in den ewigen Schlaf überführen. Wieso habt ihr so viele Lebenspunkte? Ich glaube, wir geben Geralt wieder seinen Todesspeer oder was das war. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Das ist mit dem Versteinern eine schöne Route, wenn es passiert. Aber ansonsten ist der Schaden ein bisschen mau. Oh, das sind Vampirgeier, okay. Das erklärt ein bisschen was, aber trotzdem jetzt bitte töten. Ja.
Macht sie tot. Versteiner sie. Keine Ahnung. Tu irgendwas. So. Letzte Runde. Go. Bitte treffen. Danke für den Grit. Danke fürs Töten. Die haben gute Erfahrungspunkte. Das muss man ihnen lassen. So, sind wir eigentlich schon wieder über die Stelle hinaus, wo wir mal gestartet waren? Ja. Scheinbar schon. Da Stadt. Ja, Stadt. Ist das auch dann unsere Münzstadt? Ja, ist sie. Okay. Heimweg haben wir gefunden. Wanderkarte gucken. Hier waren ja überall diese halbe Kelch-Türen. Man hätte jetzt irgendwas gefunden, was man dort verwenden könnte. Glaubt man nicht. Dann machen wir mal Personen finden. Du. Personen finden. Das können wir jetzt schon weiter, als wir vorher konnten. So. Yenra Tireng, Aufenthaltsort Nyktalint. Shritis, altes Lachkabinett, da weiß ich nicht, wo das ist. Tireng. Den suchen wir eigentlich auch. General Yamo, den haben wir noch nie getroffen. Und der ist ein Ukpyr. Rodan Levax, der war schon 100 Mal in der neuen Stadt. Ich habe den noch nie getroffen. Pferdensucher, Rallig ist tot, den kennen wir eh nicht. König Ulga, Burg Ok Oger, da wollen wir auch noch hin. Das ist ja die verschwundene oder verschollene Burg. Lord Gallier ist in diesem Forst. Genau, Boigard, das ist der, den wir befreit hatten, der Gorn. Balone, Lachkabinett, keine Ahnung, wo das ist. Fipp, der Dieb, der ist schon länger tot. Den hatten wir aber, glaube ich. Nee, den haben wir auch noch nicht getroffen. Königin Keli ist in Wolkenstadt. Wo auch immer das ist. Jeanette, die war auch ständig in Neustadt. Die habe ich aber auch noch nicht getroffen. Magna Dane. Den hatten wir, glaube ich, wirklich in diesem Diono-Dings-Turm gefunden. Genau, und Kymas Turan ist der mit den beiden Karten. Der Dane, der ist aber auch schon länger tot. Xeng ist ein Munkarama. Vielleicht können wir den ja treffen. Bruder Choba ist ein Erin-Fluss. Das ist der Mönch, den wir am Fluss getroffen hatten. Das macht Sinn. Okay. Dann gehen wir mal zum Apotheker. Das war, glaube ich, hier hinten irgendwo. Karte. Müssen wir da schwimmen? Nee, das war hier. Also da unten lang. Geht Marsch. Haben wir noch irgendeinen Schlüssel übrig von dem Dungeon? Wegen dieser halben Kelchräume da. Genau. Bruder Mosas Apotheke. So, ja, das hatten wir schon mal. Geruch liegt in der Luft. Er mixt irgendwas und kommt zu uns. Hi, Herr in Blau. Es geht doch nichts über eine gute Tasse Senf-Fledermaus-Tee, was? Ja. Vielleicht möchtet ihr ja ein bis zwei Flaschen. Nein, möchten wir nicht. Nein, wir sehen eher danach aus, als hätten wir gern was Stärkeres als Tee. Genau, mit dir hatten wir schon mal versucht zu verhandeln und du warst nicht so erfreut. Dann werden wir dich zuerst mal bezirzen. So, Musa ist bezaubert. Jetzt kann ich mir leider nicht die Werte ansehen, aber ich glaube, Andrian war, glaube ich, besser im Verhandeln als Gustav.
Nee, ist besser geworden, seit wir das letzte Mal versucht hatten. Also es gibt Hoffnung. Wir haben 13.000 Gold. Gib ihm mal ein bisschen was. Und dann verhandeln mit Frieden. Macht einen zufriedenen Eindruck. Können wir jetzt mit dir quatschen? Wieso können wir nicht mit ihm quatschen? Das verstehe ich nicht. Na gut, dann verhandeln mal wieder. Auf Frieden. Wirkt ärgerlich. Bodendoi. Bodendoi. Was auch immer das ist. So, wir machen noch mal kurz Inventarinspektion. Ob wir irgendwas gefunden haben, was uns mit den Türen helfen könnte. Wir haben dieses heilige Buch gefunden. Wir haben diese Gruftkarte gefunden. Buch der Ewigen. Moment, hatten wir das Buch der Ewigen gefunden? Nee, wir hatten das heilige Buch gefunden. Aber das fühlt sich nicht so an, als würde man damit die Tür aufkriegen. Gerrit. Ist nur Ramsch. Andrian, du bist unsere Apotheke, du hast das Märchenbuch. Aber das fühlt sich jetzt auch erstmal nicht so an. Daryl hatten wir Fenrir. Hast du noch irgendwie Schlüssel über? Wir hatten noch diesen Gorors-Schlüssel. Aber den hatte ich ja nur bei einem Trashmob bekommen. Keine Ahnung, was das Spiel mir damit sagen will. Oh, Gustav, du hast den Mana-Stein. Ah, wir haben die Vikum-Kugel bekommen. Vielleicht kann man mit der die Tür aufmachen. Lass mal noch bitte die Schrift schauen von Beschleunigen. Kann dann auch mal im Zweifelsfall weg. Vikum-Kugel, Vikum-Kugel. Und du hast Knochenstaub. Schwefelgestein. Nee, aber die Vikum-Kugel. Das könnte was sein, raus da. So, Apotheke. Wie kommen wir jetzt zum kürzesten Weg zu einer der Türen? Da, die da. So, hier rein. Durch den Gang flitzen. Vielleicht treffen wir nebenbei noch diesen Xen, irgendwas Typ, der sich hier aufhalten soll. Ist das jetzt hier? Das, wo ich hin will? Yep, da will ich hin. So, also an der Tür ist ein halbierter Messingpokal angebracht, der in einem schmalen Spalt im Türriegel mündet. Wobei, das mit der Kugel macht dann eigentlich keinen Sinn. Schmalen Spalt im Türriegel mündet. Versuchen es trotzdem. Du hattest die, oder? Nee, hattest du nicht. Dann war es Gustav. Gustav. Keine Wirkung. Was haben wir, was schmal ist? Das heilige Buch probieren. Keine Wirkung. Oder das Gummibärchen, was wir hier irgendwo gefunden hatten. Ich meine, das hieß nicht Gummibär, sondern es hieß We doch weißer Gummibär hieß es. Versucht das mal. Weißer Gummibär. Keine Wirkung. Ah, wir können halt noch mal so eine Karte versuchen. Ah, vielleicht kann man. Wir haben ja eine schwarze Karte. Vielleicht ist das so wie in so Gaunerfilmen, dass man da jetzt in den Schlitz die Karte reinschiebt und dann das Schloss quasi aufdrückt oder so. Ihr versteht sicherlich, wie ich das meine.
Ja, wieso ist das dann immer mit diesem halben Kelch da beschrieben? Wahrscheinlich nur, um mich zu verwirren. Keine Wirkung. Oh, mir gehen gerade die Ideen aus. Wir schauen mal kurz vor der Tür, ob wir den Xen irgendwas treffen. Ich dachte kurz, wir hätten einen Dickhäuter, der mit uns quatschen will, aber nein. Nein. Wir kennen nur einen Dickhäuter, mit dem man quatschen könnte. Das war der wahrscheinlich Waffenhändler in der neuen Stadt und der hat uns ja gleich rausgeworfen. Weil wir nicht wussten, wer uns schickt. Und eigentlich will ich mit euch ein Bündnis machen. Klappt alles nicht so, wie ich das will. Na gut, wir müssen in die Pause. Ich mache mir Gedanken. Daumen drücken und bis gleich.